Hallo und herzlich willkommen in St. Johannes. Vor ein paar Tagen habe ich einen Zettel hier gefunden. Aus Vor-Corona-Zeiten stammt der. Und jetzt habe ich ihn entdeckt und es war eine kleine wunderbare Überraschung für mich. Im Südschiff steht in einer Kapelle dieses Kreuz. Auf das können Menschen ihre Gebete, wofür sie Gott danken, worum sie ihn bitten, schreiben. Und da habe ich diesen Zettel entdeckt. Wir danken für Einhörner, Gesundheit und unser Essen. Danke. Kita St. Johannes, Grüne Gruppe. Die Kita St. Johannes gehört zu unserer Gemeinde dazu. Deswegen gehe ich da heute einmal hin, bleibe natürlich draußen und schaue, wie es dort aussieht. An dem Aufsteller merke ich, wie anders gerade alles ist. Normalerweise kündigt er auf 3 Seiten unsere Veranstaltung an. Jetzt ist alles leer. Wie auch am Sande. Wenig Leute, ungewohnt ruhig ist es. Gelben Füßchen zeigen. Hier laufen normalerweise Kinder lang. Gleich sind wir da. Da hinten, da ist der Kindergarten. Nur ganz schön wenig Fahrräder sind da. Und ein leerer Spielplatz. Vielleicht treffen wir gleich jemanden. Guten Morgen, liebe Kinder aus dem Kindergarten St. Johannes. Alle Kindergarten, alle Krippis, ihr wart ja wirklich alle schon ganz schön lange nicht mehr da und ich auch nicht. Ich war letzte Woche mal wieder hier und habe mich gewundert, wie das hier aussieht. Es sieht ganz anders aus und ich wollte euch das einfach mal zeigen. Kommt mal mit. Ich habe mich gewundert, wo der Baumstamm hin ist. Habt ihr ihn gefunden? Total lustige Idee, jetzt kann man sich da ransetzen. Ist wie ein Tisch mit Stühlen. Und wenn ihr mal weiter guckt, könnt ihr da ein Absperrband sehen. Das ist unser Krippenspielplatz. Und leider ist es im Moment so, dass die Krippis, wenn sie rausgehen, nur auf ihrem Spielplatz bleiben. Und die Großen bleiben auf dem großen Spielplatz. Das ist manchmal ganz schön langweilig für die Krippis. Hoffentlich wird das irgendwann mal wieder anders. Und ihr könnt auch sehen, ihr wart ja auch wirklich alle lange nicht mehr da, wie schön die Bäume schon blühen, weil schon so viel Zeit vergangen ist. Zum Glück ist es schön warm draußen, dann könnt ihr alle nochmal draußen spielen. Jetzt gehen wir mal rein und gucken, was da so hoch ist. Und wenn ihr jetzt mal die Ohren spitzt, hört ihr was? Gar nichts. Es ist so leise hier, weil so wenig Kinder nur da sind. Und ihr könnt auch hier sehen, es sind nicht so viele Kinder da. Und die Gruppen sind jetzt auch ein bisschen gemischt. Manche Kinder aus der Gelben sind mit in der Grünen, manche aus der Roten sind mit in der Blauen. Und alles ein bisschen zusammengemischt, weil in jeder Gruppe dürfen ja nur 5 Kinder sein. Und das ist manchmal gar nicht so leicht. Aber die Kinder haben sich richtig gut angefreundet und das klappt richtig gut. Trotzdem ist unser Gotteswinkel wieder wunderschön. Zu Ostern haben wir ja noch die ganzen Ostergeschichten erzählt. Können wir hier auch die ganzen Bilder sehen. Und unser Osterfrühstück dieses Jahr war ja leider auch ein bisschen anders als sonst. So wenig Kinder nur. Aber ihr habt bestimmt zu Hause mit euren Eltern richtig schön Ostern gefeiert. Das kann ich mir richtig gut vorstellen. Das war ein kurzer Rundblick in unserem Kindergarten. Wir vermissen euch wirklich, wirklich doll. Wir hoffen, dass ihr bald alle wieder da seid und unser Haus wieder mit Leben und mit Lachen füllt, weil auf Dauer ist das ein bisschen leer hier. Ich soll euch ganz schön grüßen von allen anderen Erziehern und bis ganz bald. Wenn ich mit den Kindergartenkindern Andacht feiere, frage ich sie immer, für was wir Gott danken wollen und um was wir ihn bitten wollen.
Vielleicht hätte das Gebet ja so geklungen. Lieber Gott, wir danken dir für Einhörner, Gesundheit und Essen. Lieber Gott, das Coronavirus finden wir doof. Wir bitten dich, dass wir bald wieder mit unseren Freunden spielen können und wieder leben im Kindergarten, auf den Straßen und überall ist. Amen.